Ah, jetzt kann ich das sogar teilen. Guten Morgen. Hallo, ihr Lieben. So, ich wollte mal mit euch ein bisschen live gehen heute, weil ja gestern die Tine, guten Morgen, auch von ihrer super Success-Story, Erfolgsstory erzählt hat, in Bezug auf Beziehungen. Und ja, jetzt ist ja auch ein riesenguter Moment. Es ist Sonntag, es ist immer noch Lockdown, es sieht immer noch so aus, als wären wir nicht frei, als könnten wir nicht frei entscheiden. Es sieht immer noch so aus. Ja, als sind wir Gefangene des Außen. Aber ich kann euch versprechen, es ist eine Illusion, es ist eine Kreation, die wir in der Vergangenheit kreiert haben als Kollektiv. Ja, es rinnt schon aus mir raus. Ich wollte aber noch ganz kurz hier noch teilen in der Gruppe. Sagt mir doch mal Hallo so lange, wer denn schon da ist. Ihr habt sicher das Thema gesehen. Thema ist für jeden super interessant, weil wir sind Menschen, wir leben in Beziehungen. Wir sind nicht dafür gemacht, einsam zu sein, obwohl auch das uns manchmal so vorkommt, als ob wir allein auf weiter Flur sind, dass uns keiner hilft, dass uns keiner unterstützt. Aber auch das ist nicht die Wahrheit, sondern es ist das Resultat einer Überzeugung. Eine Überzeugung, die wir gewonnen haben im Laufe unseres Lebens. Eine Überzeugung, dass wir nicht unterstützt werden, dass wir alles allein machen müssen, dass niemand für uns da ist. All diese Überzeugungen haben wir im Laufe unseres Lebens für uns als richtig befunden, weil wir so viele Erfahrungen gemacht haben, dass es ja scheinbar so ist. Ja. So, ihr Lieben, jetzt geht es gleich weiter. Teile das hier noch, damit möglichst viele Leute gerade jetzt in dieser Zeit wieder Mut bekommen und eine andere Sichtweise und eine andere Perspektive. Und zwar so eine andere Perspektive bekommen, dass es eben nicht so ist, dass wir unfrei sind, dass wir eingesperrt sind, dass wir ausgeliefert sind. Es ist eben nicht so, sondern wir sind frei. Unsere Gedanken kreieren alles und wir sind absolut in der Lage, unser Leben so zu verändern für uns, dass es genau das ist, was wir uns vorstellen, dass es genau das ist, was wir uns wünschen. Und es fängt einfach in uns, in unserer Vorstellung an. Hallo Daniela. Und jetzt ist eben genau der richtige Moment, um hier noch in sich zu gehen. Wir haben jetzt noch Zeit und ich möchte euch wirklich anregen, diese Zeit zu nutzen für euch und dafür, dass ihr eure Perspektiven verändert, dass ihr eure Ansichten verändert und dass ihr erkennt, wer ihr wirklich seid, dass ihr erkennt, hallo Tina, dass wir alle für uns selber erkennen, was ist unsere Geschichte, was ist unsere Vergangenheit, was hat uns in der Vergangenheit geprägt. Aber dass wir auch erkennen, dass wir jeden Moment neu entscheiden dürfen, dass unsere Geschichte, wenn sie uns nicht gefällt, nicht von uns fortgeschrieben werden muss. Und diese ganze Beziehungsgeschichten, ja, deswegen heißt sie auch Beziehungsgeschichten, das ist eigentlich ein ganz cooles deutsches Wort. Also jetzt bin ich hier gerade ein bisschen überfordert mit meinem Facebook, das ich gerne noch teilen würde in der Gruppe. Jetzt klappt's, das ist schön. Und wo kann ich es denn teilen? Das finde ich jetzt hier leider nicht.
Ja, unsere Beziehungsgeschichten, die basieren auf unseren Überzeugungen in Bezug auf unsere Beziehungen. Und diese Be Überzeugungen in Bezug auf unsere Beziehungen, die kommen aus unseren Erfahrungen. Klar, das weiß jeder. Aber woher kommen unsere Erfahrungen? Und unsere Erfahrungen, die sind eigentlich gar nicht wirklich unsere Erfahrungen, weil die Erfahrung kommt erst als Resultat, guten Morgen, als Resultat von dem, was du überzeugt bist, wovon du überzeugt bist. Du bist zuerst von etwas überzeugt und dann kommt die Erfahrung. Und die Erfahrung hämmert deine Überzeugung nochmal richtig schön ein und bestätigt sie dir. Und weil du deine Überzeugung jetzt bestätigt bekommen hast, bist du dir ganz, ganz sicher, dass das Leben so funktioniert und dass die Dinge so funktionieren im Leben, insbesondere in Bezug auf dich. Und das ist wichtig, dass du das verstehst, woher das kommt, dass du verstehst, warum du Dinge glaubst, warum du Dinge annimmst, warum du Dinge befürchtest. Das ist nur deswegen, weil du schon so oft dieselbe Erfahrung gemacht hast. Aber was ganz am Anfang von einer Erfahrung steht, ist eine Überzeugung. Und diese Überzeugung hast du dir nicht selbst ausgedacht, sondern die hast du übernommen, sie ausgebaut, sie verbessert, sie verfeinert und sie verfestigt. Was ich damit meine? Ich meine damit, dass zum Beispiel, wenn du als Kind in Bezug auf Beziehung, wenn du als Kind in Bezug auf Beziehung oft enttäuscht worden bist, wenn dir deine Eltern Versprechen gemacht haben, die sie nachher nicht eingehalten haben, dann ist deine Überzeugung, dass es jederzeit sein kann, dass ein Versprechen nicht eingehalten wird. Dass du dich nicht darauf verlassen kannst, dass die Dinge, die man dir sagt, nachher auch so kommen oder so eingehalten werden. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, weil das können wir alle nachvollziehen in Bezug auf Beziehungen. Wenn unsere Eltern, die sind in einer Zeit geboren, in der sie sehr unbewusst aufgewachsen sind. Das heißt, sie waren sich auch nie bewusst darüber, wie und was ihre Einstellung, ihr Vorleben bei Kindern bewirkt. Das war nicht so, dass die sich in diesen Generationen Gedanken darüber gemacht haben, was ihr Verhalten bei Kindern auslöst oder wie ihr Verhalten überhaupt ankommt. Die haben komplett im Autopilot funktioniert. Die haben komplett im Außen gelebt, im Außen gekämpft, im Außen versucht, irgendwelche Anerkennungen zu bekommen, richtig und gut zu sein. Und so war das über Generationen und Generationen hinweg, diese Art und Weise der Überzeugung, dass es nicht darum geht, sich Dinge zu überlegen oder an sich selbst zu arbeiten. So ist es nun mal entstanden, dass wir alle diesen Knacks haben. Diesen Knacks in Bezug auf Beziehungen, dass wir hier so eine krasse Geschichte und Vorurteile haben. Genau, auch wie hier, du bist nicht wichtig, du hast nichts zu sagen. Ja, genau. Bei mir war das auch noch so. Kinder ins Zimmer, Kinder ruhig, ja. Ich habe vier Geschwister und da gab es nur Kinder.
oder wenn alle Namen, wenn alle genannt worden sind, dann wurden alle fünf Namen einfach so gleichzeitig genannt. Ja? Da waren immer nur die Kinder. Und so hat, glaube ich, jeder seine Storys, seine Erfahrungen, aus denen er halt einfach seine Rückschlüsse gezogen hat. Und ich bin nicht wichtig, ist ein ganz klarer Rückschluss. Logisch, ehrlich gesagt, oft sind den Kindern nicht wichtig, wenn es ums Überleben geht. Wenn es darum geht, dass man die Sorge hat, ob man die Rechnungen bezahlen kann, ob es darum geht, ob man den Job richtig und gut macht, ob man den Job behält. Ja? Man kann das alles irgendwo verstehen, dass die Kinder da nicht wichtig sind. Aber als Kind verstehst du das natürlich nicht, weil du überhaupt nichts verstehst, weil du einfach nur ungefiltert Ursache und Wirkung spürst. Ja? Du spürst die Wirkung an dir und du glaubst, dass bei dir die Ursache liegen muss, weil du spürst ja die Wirkung bei dir. Du spürst ja, dass du nicht wichtig bist, du spürst ja, dass man sich nicht um dich kümmert, du spürst ja, dass du die letzte Priorität bist letztendlich, ja. Mit all diesen Konstrukten und so weiter und so fort sind wir alle gewaschen. Und um das jetzt einfach mal so grundsätzlich zu verstehen, dass es halt so ist und dass wir halt so geprägt worden sind und dass wir jetzt halt diejenigen sind, die das verändern können, dass sich auch die ganze Gesellschaft mit verändert, ist einfach mal wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass du verstehst, dass dich eben keine Schuld trifft. Und dass es auch nicht der Grund ist, dass du nicht gut genug bist oder dass du auch nicht wichtig genug bist, sondern dass du aus der Perspektive der Menschen, mit denen du aufgewachsen bist, nun mal die letzte Priorität warst. Weil die erste Priorität war, was denken die anderen? Was denken die Nachbarn? Was denken die Freunde? Was denken die Bekannten? Dann war, wie werden die Rechnungen bezahlt? Wie haben wir genügend Essen? Und wie genügen wir sonst noch den Anforderungen des Systems? Und wie kriegen wir die Kinder über die Runden? Wie schaffen wir es, die Kinder zu füttern mit Essen? Ja, das waren und sind halt häufig noch in unseren Familien einfach die Wertestrukturen, die Prioritäten, weil man das glaubt, weil man davon überzeugt ist, dass es wichtiger ist, sich mit diesen Dingen und mit diesen Gedanken zu beschäftigen, als mit der Liebe. Weil auch hier keine richtige Definition auch jemals stattgefunden hat, was denn Liebe eigentlich ist, was denn bedingungslose Liebe ist. Naja, auf jeden Fall sind halt so unsere ganzen Beziehungen auf diesen Glaubensmustern und auf diesen Überzeugungen halt dann nachher wieder rekreiert worden. Und dann stellt man sich halt immer die Frage, warum bin ich nicht wichtig genug? Warum hilft und unterstützt mich keiner? Warum ist es so und so? Ja? Ich stelle mir immer, warum? Und dieses Warum kreiert automatisch Antworten. Das ist übrigens eine ganz, ganz tolle Technik, dieses Warum zu fragen. Aber wenn du warum fragst, dann holst du dir eine Antwort, die gegen dich ist. Automatisch. Warum? Wenn du dich fragst, warum bin ich nicht wichtig? Ja, weil du das falsch gemacht hast, weil du das nicht gut genug gemacht hast, weil du vielleicht gestern böse gewesen bist, das wird dir auch einsuggeriert, oder? Du kriegst ja auch immer... Ja, warum? Warum kriege ich nicht das Spielzeug als Kind? Oder warum kriege ich nicht das Auto? Oder warum gehen wir nicht in Urlaub? Warum gehen die Nachbarn in Urlaub?
Und da gibt es immer wieder Gründe. Und oftmals hat man das halt früher auch so gemacht, weil man gedacht hat, ja, ja, wenn die sich jetzt hier schon so nackig macht, dann sage ich ihr mal, weil du nicht lieb genug warst, weil du nicht aufgegessen hast. Oder? Kennt ihr das? Das Wetter ist schlecht, weil du gestern nicht aufgegessen hast. Gilligadum. Crazy. Wenn du willst, dass morgen gutes Wetter wird, musst du deine Teller aufessen. Mit so einer Scheiße sind wir gefüttert worden. Es ist absolut haaresträubend, dass das Wetter damit zu tun hat, wie schön und wie viel ich esse. Oh mein Gott. Aber ihr seht, was diese Konzepte und diese Überzeugungen mit uns machen und eben auch diese Überzeugungen dann halt sagen, okay, letztendlich bin ich immer schuld. Es ist immer meine Schuld. Und dann fängst du an, immer die Schuld bei dir zu suchen. Und wenn du immer schuldig bist, dann bist du immer falsch. Und wenn du immer falsch bist, dann ist es ja klar, dass das Leben dich nicht belohnt und dass die Menschen dich nicht belohnen und dass die Liebsten dich nicht belohnen und so weiter und so fort. Diese Konstrukte, diese Überzeugungen, die sind in uns allen ganz, ganz tief verhaftet. Und ich nenne sie Lügen. Ich nenne sie einfach, es sind Lügen. Wir sind einem Riesenhaufen Lügen über uns und über das Leben und darüber, wie das Leben funktioniert und was das Leben mit uns zu tun hat, überschüttet worden. Unser ganzes Leben lang. Und wir haben diese Lügen als wahr angenommen für uns. Und diese riesengroßen Einschränkungen und diese riesengroßen Begrenzungen, die wir dadurch erlebt haben, die haben wir wieder als wahr für uns genommen. So, und jetzt ist es an der Zeit, die wirkliche Wahrheit für uns aufs Papier zu bringen. Und uns darüber zu unterrichten, was wahr ist. Und ich kann dir sagen, alles, was dir sagt oder was dir den Eindruck hinterlässt oder was dir den Rückschluss zulässt, dass irgendetwas falsch ist, dass irgendetwas nicht liebenswert an dir ist, dass du irgendeine Schuld in dir trägst, ist eine Lüge. Eine dicke Lüge. Und selbst wenn es 100.000 Gründe gibt, warum du nicht gut genug bist, womöglich hast du keinen Schulabschluss, womöglich hast du eine Diagnose, womöglich hast du ADHS, bist bipolar oder schizophren oder keine Ahnung oder sonst auch irgendwo körperlich eingeschränkt, hast Herzrhythmusstörungen, darfst dich nicht so fest bewegen, solltest dich nicht zu viel freuen, hast Diabetes, whatsoever. Es ist nichts von dem wahr. Es ist ein Label, es ist eine Beschreibung einer Persona, die mit dir in Verbindung gebracht worden ist. Weil du die Überzeugungen dieser Persona in dir trägst. Wenn du jetzt aber diese Überzeugungen über dich, über das Leben veränderst, dann verändern sich alle Beziehungen. Dann verändert sich dein ganzes Leben. Und diese Beziehungen, diese Liebesbeziehungen, das war ja das, wovon ich angefangen habe, aber es ist so wichtig, dass immer mehr Menschen verstehen, was für ein Bullshit sie sich erzählen über sich selber oder über die anderen. Deswegen hole ich da auch immer wieder so auf. Aber es geht jetzt wirklich darum, zu sagen, wie kann ich eine Beziehung zu verändern. Wie kann ich eine Beziehung zu einem
Menschen verändern, der mir lieb ist, der mir wichtig ist. Egal, wie es sich jetzt gerade im Außen darstellt. Und diese Beziehung kann ich nur in meinem Inneren ändern, indem ich meine Überzeugung über mich und über diese Person verändere. Und wenn ich diese Überzeugung verändere, kann ich die Geschichte über uns verändern. Das, was ich mir vorstelle, das, woran ich die ganze Zeit denke, was unsere Beziehung ausmacht, die Geschichte unserer Beziehung, kann ich verändern. Und das ist genau auch das, was die Tine auch gestern erzählt hat. Die Vorstellung, die wir über die Menschen haben, mit denen wir in Beziehung stehen, kreiert die Beziehung, die wir zu den Menschen haben. Und diese Vorstellungen zu verändern, das ist der Job in uns selber. Kannst du dir vorstellen, eine Vorstellung zu haben über eine Person, die dich gerade beleidigt, mit der du gerade in Streit und Argumentation bist und dir diese Person sagt dir, wie schlecht und wie unzulänglich du bist, wie viele Fehler du gemacht hast, wie beleidigend du bist und so weiter und so fort. Und diese Anschuldigungen, die gehen einfach aufs Konto, das ist eine Lüge, das stimmt nicht über mich, es stimmt nicht. Ich bin ein liebender Mensch. Ich bin in Liebe für Liebe hier geboren. Und du wirst gleichzeitig quasi in der Realität, in der du sitzt, wirst du gerade gemaßregelt und kritisiert, klein gemacht und beleidigt. Und du sitzt trotzdem noch da und weißt, wer du wirklich bist. Und in diesem Moment veränderst du die Realität, respektive gehst du von einer Realität, von einem möglichen Zeitstrahl in den anderen. Und wenn ich dir das erzähle, kannst du dir das vorstellen. Weil du kannst dir genau vorstellen, was passiert, wenn du anfängst zu streiten, wenn du anfängst, dich zu verteidigen, wenn du anfängst, dich verletzt zu fühlen. Und ich sage jetzt alles, wenn du anfängst, dich, ja, weil du fängst an, das zu tun. Du entscheidest, was für eine Wirkung was auf dich hat. Und wenn du anfängst, diese Dinge auf dich zu beziehen, entscheidest du, wie es bei dir wirkt. Und plötzlich geht der Lauf der Dinge genau nach deiner Entscheidung und du merkst es nicht mal, weil du reagiert hast, weil ein unterbewusstes Programm sich angefangen hat zu verteidigen, sich angefangen hat zurückzuschlagen, angefangen hat wütend zu werden in diesem Szenario. Aber wenn du dieses Szenario sofort verändern möchtest, sofort, du einfach in deiner Selbstliebe bleibst und weißt, dass das, was da außen passiert oder was gerade auf dich einprescht, nicht wirklich etwas mit dem zu tun hat, was du in Wahrheit bist, dann kannst du, während du beschimpft wirst, während du kritisiert wirst, während du klein gemacht wirst tatsächlich, in eine neue Realität gehen, in der es keinen Streit gibt, in der womöglich der Streit schon vorbei ist, in der womöglich die Aussöhnung schon passiert ist, in der man sich gegenseitig anerkannt, respektiert und verstanden hat, während eigentlich noch diese eine Realität passiert, kannst du schon diese Technik von Neville Goddard, der Revision, anwenden. Und du wirst eine sofortige Wirkung spüren. Und wenn du das nur im Geiste mit mir jetzt durchspielst, dass du gerade beschimpft wirst und kritisiert wirst, aber du bleibst in deiner Ruhe und in deiner Liebe und gehst in deiner Vorstellung schon zu diesem Punkt, der hoffentlich sowieso kommen wird, wenn es eine Liebesbeziehung ist, wo die Person und du euch ausgesehnt habt.
Aber du bist schon jetzt in dieser neuen Realität, in dieser neuen Situation der Aussöhnung. Dann wird sich diese neue Situation so schnell herbei kreieren. Weil du die andere Situation, die scheinbar gerade noch läuft, gar nicht bedienst. Und das braucht einfach so einen klaren Mindset für dich. Deswegen habe ich all dir das vorher erzählt, dass du dir erlauben kannst, überhaupt in so einer Situation so einen Mindset zu behalten und schon in die gewünschte Endsituation reinzugehen, während hier scheinbar gerade noch Anschuldigungen und Kritik und Vorwürfe herrschen. Und du musst nichts sagen. Du musst gar nichts sagen. Du hast so viel Zeit, wenn du angeschuldigt oder Kritik kriegst oder Vorwürfe bekommst, das einfach scheinbar anzuhören, aber dich schon in deine neue gewünschte Endrealität, wo ihr wieder versöhnt seid, wo ihr wieder ein Herz und eine Seele seid, zu beamen. Und das ist nur ein Beispiel gewesen, wie so etwas geht. Aber dieses eine Beispiel, das kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert. Und solche Kritiken und solche Anschuldigungen und solche Fights mit anderen Menschen, die finden nicht immer nur in der Realität Materie gegen Materie statt, sondern insbesondere finden solche Fights in deinem Kopf statt. Nachdem so ein Streit oft schon Wochen, Monate vorbei ist, wie oft sitzt du im Auto und gehst zurück in diesen Streit? Und wie, dadurch machst du diese Person zu einer Person, die mit dir streitet, die dich immer kritisiert. Jeden Moment, wo du wieder daran denkst, bist du jemand, der mit dieser Person im Streit ist. Obwohl es mal war. Dieser Streit war einmal. Das ist ja dieses große Ding des Verzeihens, ja, was die spirituellen Lehren, die immer bringen wollen und sagen, du musst verzeihen, du musst verzeihen, du musst verzeihen. Aber verzeihen bedeutet revision, revidieren. Das Ganze revidieren, das Ganze so zu verändern, dass es eben gar kein Streit mehr ist. Dass du gar nie wieder dran denkst. Auch nicht irgendwie verzeihen, ja, der hat Scheiße gemacht, der ist einer, der mal Scheiße gemacht hat. Ich verzeih's ihm aber. Das ist nicht die Art und Weise des Verzeihens gemeint, ist die Art und Weise des Verzeihens ist, das Ganze so zu sehen, dass es niemals stattgefunden hat. Dass diese andere Person niemals eine Person war, die dich beleidigt hat, die dich verletzt hat, die dich kritisiert hat. Weil sonst hast du es immer mit einer Person zu tun, die dich irgendwann mal beleidigt oder kritisiert hat, aber du hast ja verziehen. Und es sind so viele Kopfgeschichten, die dann stattfinden, die dein Verstand dir jedes Mal wieder gegen dich auf die Pfanne wirft, bis du da mal raus bist, bis du kapierst, was es alles bedeutet, was es wirklich bedeutet, was Verzeihen jetzt in diesem Beispiel wirklich bedeutet, dass es wirklich auch, was wirklich bedeutet, everyone is you pushed out, und dass du es dir einfach überhaupt nicht erlauben kannst, irgendjemanden als die Art von Mensch zu sehen, die du nicht in ihm haben möchtest, wenn du weiter eine schöne Beziehung mit dieser Person haben möchtest. Und dass du all diese Dinge verstehst, wie stark und wie machtvoll und wie kraftvoll du bist, und dass, wenn du das verstanden hast, dass du dir erlauben kannst, jeden Menschen, mit dem du eine Beziehung haben willst, in dem Licht zu sehen, in dem du ihn sehen willst, unabhängig von irgendwelchen vergangenen Stories, Überzeugungen und Geschichten. Und das ist so dieser Schlüssel, deinen Verstand dahin zu kriegen. Und es hilft dir, wenn du meditierst. Es hilft dir,
wenn du Divine Healing machst und dich in einen anderen energetischen Zustand bringst, weil du diese Gedanken kurz mal nicht hast, sondern andere Gedanken. Aber langfristige Veränderungen ergeben sich nur, wenn du deine Ansicht, deine Überzeugungen, deine Gedanken, deine ganze Weltsicht, dein Lebenskonzept, dein Weltbild, dein Selbstbild komplett veränderst. Und zwar nur, weil du es möchtest und weil du es kannst. Und wenn du dich auf diesen Weg begibst, wirst du super, super schnell Ergebnisse finden und sehen im Außen, die aus dir heraus kreiert werden. Und du wirst super schnell in der Lage sein, Streit, Ablehnung, disharmonische Beziehungen in absolute Liebesbeziehungen verändern. Aber dazu musst du zuerst in deinem Geiste dich verändern und in deinem Geiste die andere Person verändern, während sie in deiner Realität dennoch die alte Person widerspiegelt, die du früher kreiert hast. Und dazu kannst du keine Denkmuster, keine Überzeugungen haben, wie zum Beispiel, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Da muss ich Grenzen setzen. Das kommt mir nicht in die Tüte. Mit so jemandem möchte ich nichts zu tun haben. Bla, bla, bla. Solange du solche Gedanken und Überzeugungen noch unterhältst und weiterträgst, wirst du stecken bleiben in dieser Situation, in der du bist. Vorwürfe. Nachtragen. Alter Schmerz. Whatsoever. Das sind alles Gedanken. Alter Schmerz sind Gedanken. Leiden ist ein Gedanke. Vorwürfe sind Gedanken. Verletzungen sind Gedanken. Und wessen Gedanken? Es sind alles deine Gedanken. Und es ist so cool, dass wir das alles verändern können. Wir können alles verändern. Und wenn wir lernen, wie wir uns und unsere Beziehungen verändern, dann lernen wir, wie wir das Leben von uns und von allen verändern. Und übrigens, nur kleine Side-Anmerkung, Geld ist auch eine Beziehung. Geld ist etwas, zu was du eine Beziehung hast. Natur ist übrigens auch etwas, zu was du eine Beziehung hast. Dein Auto ist etwas, zu was du deine Beziehung hast. Es ist alles eine Beziehung. Ich habe zu diesem Kissen hier eine Beziehung. Jetzt gibt es hier noch eine Frage. Der Wunsch, der andere möge mich lieben, auch nicht gut, oder? Wunsch ist nie gut, ne? Der andere liebt mich. Jeder liebt mich. Ich bin hier, um geliebt zu werden. Ich bin hier auf der Welt, um Liebe zu dokumentieren, um Liebe zu sein, um Liebe zu geben, um Liebe zu empfangen. Punkt. Wenn ich eine bin, die geliebt wird, muss ich mir nicht wünschen, dass ein anderer mich liebt, weil ich werde geliebt. Everyone is you pushed out. Jeder kann nur das für dich sein, was du in ihm siehst. Wenn du in einem anderen einen siehst, der dich lieben möge, weil er dich gerade nicht liebt, dann hast du es halt so kreiert. Jeder kann kreieren, was er will. Aber soll sich dann nicht beschweren, wenn es sich nicht gut anfühlt. Wenn du die ganze Zeit die Abwesenheit von etwas kreierst, weil du davon ausgehst, dass es abwesend ist, dann halt. Deswegen erlaube dir, diese göttliche, wahre Schöpfer, kreierende, aus Liebe heraus agierende und aus Liebe heraus sehende
Persönlichkeit zu sein, die jeder von uns ist. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier, um das wieder rauszufinden. Dass wir nicht hier sind, dass wir geliebt werden mögen, hoffentlich irgendwann mal, sondern dass wir aus Liebe hierher gesetzt worden sind und dass wir geliebt werden, bedingungslos, weil es unser Geburtsrecht ist. Jeder Einzelne darf sich bedingungslos erlauben, sich hinzusetzen und sich geliebt fühlen. Bis er kollabiert. Einfach so, weil es sich so gut anfühlt. Weil es mein Urgefühl ist. Weil es mein Heimatgefühl ist. Weil es das Gefühl ist, das mich ausmacht. Und dieses Gefühl hat so viele Facetten, dieses Gefühl der Liebe. Es ist Begeisterung. Es ist Freude. Es ist Anerkennung. Es ist nicht die Dankbarkeit, die uns beigebracht worden ist, sondern es ist Wertschätzung. Auf Englisch haben wir das Wort Appreciation. Ja? Es ist mehr Wertschätzung. Es ist nicht diese Dankbarkeit, so, oh danke, oh mein Gott, ich bin so dankbar, dass ich, armer Sünder, nun doch gesehen werde. Das ist nicht das göttliche Gefühl, das ist nicht die göttliche Wahrheit, das ist nicht das, was wir unser Urgefühl in uns tragen sollten, sondern diese absolute Wertschätzung dafür, dass unser Leben schön ist, die absolute Wertschätzung für die Sonne, die absolute Wertschätzung für unsere Natur, die absolute Wertschätzung für unsere Kinder, die absolute Wertschätzung. Und absolut heißt eben bedingungslos, einfach weil ich entscheide, es wertzuschätzen. Und weil ich entscheide, dass ich eine Wertschätzung dafür habe, dass dieses Kissen jetzt hier bei mir ist. Und dass ich wertschätze, dass ich am Morgen aufstehe und dass ich vor allem wertschätze, dass ich denken kann, was ich will. Und dass ich wertschätze, dass ich frei bin, das zu denken, was ich will. Dass ich frei bin, die Dinge zu interpretieren, wie ich will. Dass ich frei bin, meine eigenen Überzeugungen zu wählen. Und diese Wertschätzung meiner absoluten Freiheit, die ich auch einsetze, damit ich aus diesem Urgefühl heraus ein so schönes Leben für mich kreiere. Nach meinen Wünschen, nach meinen Wünschen. Und meine Wünsche, die sind aus meinem Herzen heraus. Und alle Menschen, denen wir beigebracht, selber, die wir auch beigebracht gekriegt haben, dass unsere Wünsche nicht wichtig sind, kann ich dir nur sagen, deine Wünsche, das ist die göttliche Stimme in deinem Ohr, in deinem Herzen, in deinem System, die dir sagt, Großartiges steht für dich zur Verfügung. Hol es dir, sei die, die Großartiges für sich anerkennt in ihr Leben. Die sich Großartiges ermöglicht, die sich Großartiges zutraut, die anderen Großartiges ermöglicht, die anderen Großartiges zutraut. Deine Wünsche, die sind so wichtig für dich. Butter sie nicht unter, versteck sie nicht, hau ihnen nicht eine Ohrfeige um die Ohren und beschimpfe sie und sag, das geht nicht. Sondern nimm jeden Wunsch her und schau ihn an und nimm ihn als Liebeserklärung des Lebens an dich, weil dieser Wunsch kommt zu dir, weil es für dich da ist. Und geh am besten nach diesem Video jetzt hin und schreibe deine Wünsche aus und bedanke dich für jeden Wunsch, dass er für dich da ist. Moment schnell. Was haben wir da noch? Nee. Mehr. Das ist deutlich. Wertschätzung, absolut. Danke sagen müssen, ist oft antrainiert. Wertschätzung ist tiefes Fühlen. Ganz genau. Und die Wertschätzung für jeden einzelnen Wunsch. Glaubst du, ein Wunsch, den du nicht wertschätzt,
kommt zu dir. Glaubst du, Geld, das du nicht wertschätzt, kommt zu dir? Glaubst du, eine Person, jetzt kommen wir wieder zum ursprünglichen Thema drin, die du nicht wertschätzt, möchte mit dir zusammen sein? Eine Person, über die du die ganze Zeit denkst, wie nachlässig und wie minder und wie böse und wie bösartig diese Person ist, glaubst du, diese Person wird von dir angezogen? Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Hey, deine Aura, deine Ausstrahlung, deine Energie, die von dir ausgeht, wird in allererster Linie durch deine Gedanken, Überzeugungen und Ansichten kreiert. Das ist die Energie. Gedanken, Überzeugungen, Ansichten. Das ist Energie. Deine Gedanken, deine Überzeugungen, deine Ansichten, deine Energie. Also, du entscheidest. Du hast alles in der Hand. Es passiert alles in deinem Inneren. Aber du denkst, es passiert in deinem Herzen. Aber es passiert in deinem Oberstübchen. Da, in deinem Oberstübchen ist der Anfang von allem anderen. Und solange dein Oberstübchen nicht so denkt wie dein Herz und solange du nicht weißt, wie dein Herz denkt, kannst du dein Oberstübchen nicht trainieren, in diese Herz-Hirn-Kohärenz zu gehen und vor allem dort zu bleiben. Also fängt es wieder in deinem Oberstübchen an. Du kannst 100 Stunden in dein Herz meditieren und in der 101. Stunde spielt dir dein Oberstübchen wieder einen Streich. Die Arbeit findet hier oben in diesem Stübchen statt. Und dieses Stübchen zu trainieren, dass es genau so denkt, wie dein Gott-Self, wie dein Higher-Self, wie dein Über-Self, wie dein göttliches, wahres Sein. Das ist die einzige Definition, mit der ich was anfangen kann. Und das ist auch so wichtig, wenn du keine Definition für dich als göttliches Wesen, als spirituelles, liebendes Wesen, als liebendes, spirituelles Wesen, als liebende Intelligenz, als intelligente Liebe, wenn du keine Definition, kein Selbstkonzept für dich hast. Aus dieser Perspektive tust du dich schwer. Und das sind alles Sachen, die ich in meinen Coachings erarbeite und immer wieder wiederhole und immer wieder klarer und klarer mache. Weil jedes Mal, wenn du ein Stückchen mehr für dich angenommen hast, kann ein neues Stückchen für dich dazukommen. Und das ist ja auch der Grund, warum du zum Beispiel hier meine Videos unendliche Male anhören kannst und jedes Mal etwas anderes rausholst und verstehst und begreifst. Oder Bücher oder was auch immer es ist. Es macht immer klick, 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 klick. Und dein Bewusstsein wird immer klarer und klarer und freier von all diesen Konditionierungen, die wir halt alle mit uns tragen. Und das ist das Ziel. Und wenn du meinst, es macht einmal Spam und du bist ein anderer, eine andere. Möglich. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Aber sehr schwer zu erreichen, wenn du nicht in eine Höhle gehst, dich komplett von der Außenwelt abschottest, komplett in eine neue Realität eintauchst, sodass deine andere alte Realität, deine alten Geschichten nie wieder irgendwas mit dir zu tun haben. Dann ist es möglich. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, nach Australien fliegst oder nach Südamerika in einer neuen Sprache, damit du fast keine Triggers hast, ja, von deiner alten Sprache, in einer neuen Sprache, in einem neuen Umfeld, mit einer klaren, krassen Gedankendiät, mit einem neuen Selbstbild über dich, ein neues Selbstbild über die Welt. Das ist leichter, auf jeden Fall. Aber es ist nicht die Voraussetzung. Du kannst es alles hier und jetzt in deinem inneren Vorstellungsvermögen für dich managen. Während du eine klare Gedankendiät, eine klare
gedankliche Neuausrichtung für dich festlegst und trainierst. Also du merkst, es sind ein paar Schritte. Ja, es sind ein paar Schritte. Einige Schritte und die zeige ich dir. Gerne, gerne, gerne. Wenn du kommst in die Ausbildung zum Master of Divine Creation oder diese Ausbildung nicht als Ausbildung ansehen möchtest, sondern einfach für dich als, wie werde ich für mich in meinem Leben zu einem göttlichen Schöpfer, Divine Creator. Und es ist trotzdem eine Ausbildung. Du musst dich ja ausbilden, anders zu denken. Du musst ja wissen, wie es geht. Du musst ja da überhaupt auf den Trichter kommen, wie es anders geht, weil du es ja schon so lange so gemacht hast, wie du es gewöhnt bist. Und das ist der Job und der ist nicht gemacht mit Meditation alleine. Und hier spreche ich alle die nochmal an, die Arbeit von Dr. Joe Dispenza machen und anstehen an irgendeinem Punkt. Weil es dann erst weitergeht. Es geht weiter und weiter und weiter und es hört niemals auf. Und das ist ja das Schöne, weil jetzt hast du eine Aufgabe gefunden, jetzt hast du eine Berufung gefunden, jetzt hast du etwas gefunden, wofür es sich wirklich lebt, jeden Morgen aufzustehen und jeden Abend ins Bett zu gehen. Jetzt hast du etwas gefunden, was dich begeistert und was dich beschäftigt. Und zwar, was für dich ist und was für die anderen ist und was wundervoll ist. Du musst gar nicht mehr suchen. Was ist meine Berufung? Deine Berufung ist, das Leben hier für dich zu kreieren und zu schaffen und zu erschöpfen, dass es, oder für dich so zu einzurichten, dass du kapierst, dass es für dich ist und dass die Liebe für dich ist und dass der Reichtum für dich ist, dass die Freiheit für dich ist, auf allen Ebenen. Und dass du dir mehr und mehr Beweise dafür kreierst im Außen, auf deinem Bankkonto, in deiner Liebesbeziehung, im Ehebett, keine Ahnung, in deiner Garage, draußen in der Natur, wo auch immer. Aber dass du kapierst, das ist alles du bist, der das macht. Du alleine hast die Kraft und die Macht. Ich wüsste jetzt nicht, was interessanter wäre. Ich kann dir nur empfehlen, geh diesen Weg. Wenn du irgendwie dir die Frage stellst, wofür bin ich hier? Was ist meine Erfüllung? Was macht mich glücklich? Ich bin gar nicht so richtig glücklich. Ich freue mich doch gar nicht so des Lebens. Genau deshalb. Nichts freut mich wirklich. Nichts begeistert mich wirklich. Bin so traurig. Ja, verstehe ich alles. War ich auch überall, aber es muss nicht so bleiben. Und ich weiß, wieso du so bist. Ich weiß, was du verändern kannst. Ich weiß, was wirklich, wirklich deine wahre göttliche Aufgabe hier ist. Und du weißt es auch. Du hast es einfach nur vergessen. Und je öfter ich dich daran erinnere, desto besser erinnerst du dich selber wieder. Also, ihr Lieben, einen happy, happy Sunday. Bei mir ist es super, super Wetter. Ich freue mich riesig, aber es ist immer noch klirrend kalt. Sieht immer so schön aus, wenn ich da rausschaue und diese Berglandschaft anschaue. Aber wenn ich dann draußen bin und mir so alles einfriert, dann ja. Also ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch gedient. Und ich hoffe, ich habe euch inspiriert, euch selbst zu dienen. Und dann im nächsten Schritt der Welt zu dienen, weil es ist die Welt, die du machst. Also dienst du der Welt, indem du die beste Version deiner selbst wirst. Und ich sehe viele von euch später. Und kommt mit uns mit. Tu dir diesen Gefallen. Kauf dir nicht irgendwelche Programme, die dein Business nach oben katapultieren, während du noch diejenige bist, die glaubt, sie braucht ihr Business, um Geld zu verdienen. Und sie muss ihr Business richtig machen. Du musst erst wirklich wissen, wer du bist und wie dieses Leben funktioniert.
Und dann kreierst du Business, dann kreierst du Beziehung, dann kreierst du alles. Du kannst alles auf einmal kreieren. Das ist ja das, was dir auch niemand erzählt. Jetzt erst muss ich das, jetzt muss ich das, jetzt muss ich... Nee, zuerst kreierst du dich. Und aus dir heraus kommt als logische Konsequenz alles andere im Außen. Das ist so, so wichtig zu verstehen. Und nicht zu denken, jetzt mache ich ein Business-Coaching, dann mache ich ein Mindset-Coaching, dann mache ich ein Beziehungs-Coaching, dann mache ich ein Seelenpartner-Coaching, dann mache ich eine Ausbildung zum Blablubla. Nein. Finde heraus, wer du wirklich bist. Finde heraus, wie das Leben funktioniert. Finde heraus, wie du manifestierst, wie du kreierst. Das ist immer das Gleiche. Egal welches Thema, und wenn du es einmal gehandelt hast, für was für ein Thema auch immer, kannst du es für jedes andere Thema einsetzen. Dann kapierst du, wenn es da einmal da drinne ist, dann gibt es keine Limits mehr. Also, genug gelabert. Tschüss!